So, hallo und herzlich willkommen. Es ist noch dunkel. Mancher wird sich mal fragen, wie sieht eigentlich so ein Tag bei Solitip aus? Jetzt machen wir mal erstmal Licht, damit wir was sehen. Es ist übrigens der Vorgang, wie er jeden Morgen stattfindet. So, dann habe ich hier meinen Auftragsblock. Da sind die ganzen Aufträge drinnen. Hier an den Wänden hängen die ganzen zu bearbeitenden Aufträge, respektive teilweise auch schon, wenn sie fertig sind und bevor sie wieder rausgehen. Und hier steht schon ein Paket, das ist vorige Woche am Freitag angekommen, nachdem ich aus der Werkstatt schon draußen war. Dann kommt so eine Art Registrierung, das heißt also, die neuen Aufträge, die reinkommen, die kommen erstmal ins Büchlein rein, mit einer Nummer werden die versehen. Die habe ich jetzt hier auch schon draufgeschrieben, die 1693 in dem Fall. Und die Route wird dann sozusagen erstmal registriert, also mit Aufklebern versehen, damit eben nichts durcheinander kommt. Und damit es nicht so kalt ist, heize ich jetzt erstmal ein. Ja, so richtig kuschelig ist es noch nicht. Aber jetzt werde ich mir mal die Route anschauen, die da reingekommen ist. Das ist eine Sedge LE, eine zweiteilige, momentan zwar dreiteilig, eine Klasse 5 in 9 Fuß. Und da ist das Spitzenteil ziemlich mittig gebrochen. Also wird erstmal die Route, nachdem schon einiges hier ist, damit ich nichts verwechseln kann, mit der Nummer versehen, also in dem Fall die 1693, also drei so kleine Zettelchen schreibe ich mir da. Ja, es ist nur mal, um zu zeigen, wie es hier in der Solitip-Werkstatt eigentlich zugeht. So, das mag für den einen oder anderen vielleicht jetzt langweilig erscheinen. Für mich ist es sehr wichtig, es so zu machen. Und hier haben wir also auf alle Fälle, das kann ich in den E-Mails nachlesen, die habe ich ja auch immer mit am Mann mit den neuen Medien. Und da geht es also um eine Solicone-Connect-Technik, also um das Zusammenfügen der beiden Teile wieder, dass die Spitze wieder voll einsatzfähig ist. Das ist ein Standardauftrag, möchte ich mal so sagen. Wird praktisch dann mit der neuen Technik, also mit der Solicone Connect Technik, wieder zusammengefügt. Während der Zeiten, wo ich also praktisch warten muss, bis der Kleber fest ist, kann ich mich natürlich um andere Aufträge dazwischen rein kümmern. In dem Fall haben wir hier ein ganzes Bündel an Soli Cuffs schon in der vorigen Woche angelegt. Die sind schon farblich jetzt abgestimmt. Da kommen die Zielwicklungen noch drauf und auf diese Route werden neue Leitringe aufgebracht. Hier haben wir also mal schon einen Auftrag gehabt, da ist das gleiche passiert. Hier kommen THG-Ringe drauf anstelle der Drahtringe hier. Und das ist die eine Geschichte. Also da muss ich heute mal wieder mal an den Wickeltisch sozusagen. Und bei dieser Route, da war das Handteil ja, war das dritte Teil von unten gebrochen. Da habe ich schon die Prothese angesetzt, unverstärkt. Das ist hier das andere Teil. Und man sieht natürlich auch hier schon, da fehlt natürlich der eine Leitring noch. Der musste ich abnehmen dazu. Der kommt dann auch wieder drauf und muss natürlich dann auch lackiert werden entsprechend. Und dann habe ich hier noch eine E&I, also eine Ebony and Ivory in Arbeit. Da kommt jetzt im ersten Schritt der Rollenhalter drauf, also lauter Klebesachen, wo ich dann sowieso wieder Zeit habe, um mich um andere Dinge zu kümmern, solange wie praktisch das, der Kleber aushärtet. Okay, nun mache ich mich mal ans Werk und zeige mal zwischendrin, was so alles passiert ist. So, ein bisschen tätig war ich natürlich schon. Es ist schon kurz nach Mittag. Der Rollenhalter, der erste Schritt ist jetzt auch schon bereits getätigt. Der Rollenhalter ist hier unten mit Epoxy fixiert und jetzt ausgerichtet und darf aushärten.
Und die Route, die ich am Anfang gezeigt habe, ist auch schon auch in Arbeit natürlich. Sie ist jetzt schon wieder einteilig, das Spitzenteil. Ich muss es noch ausrichten. Und natürlich wird die auch nach der neuen Methode hier an der Oberfläche, also praktisch von außen, noch verstärkt. Hier ist das Material, das ist das Geflechtmaterial. Muss man ja logischerweise vorher mal anbringen hier. Das wird jetzt dann an der Stelle, wo die Route zusammengefügt wird, als Verstärkung angebracht. Aber da werde ich mal ein extra Video dazu machen. Ich habe jetzt keine Zeit, das genau zu zeigen. Wird es mal hier angeraut, der Lack entfernt und dann kommt die Verstärkung drauf. Und die Wicklungen, ja, die habe ich noch nicht, also die Zierwicklungen an den Verbindungen. Allerdings bin ich schon am Wickeln der Leitringe der beiden. Die andere Route, wo also hier auch noch repariert war, wo ist sie denn? Das war jetzt diese Route, wo das untere Teil, da ist der Ring schon drauf, der muss noch ein paar Mal lackiert werden dann. So, der Tag ist nun fast rum, ich habe also meine Arbeiten auch fast alle geschafft. Hier sind die Solicuffs, die ich die Zierwicklungen gemacht habe und auch die beiden Ringe sind angebracht. Der Rollenhalter von der INI härtet im Augenblick aus, da ist jetzt der Leitring, den ich noch angebracht habe und lackiert habe, der muss noch ein bisschen austrocknen. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Ah ja, genau. Und die Sage, die ist auch schon jetzt hier zusammengefügt und auch mit dem Kohlefasergeflecht schon versehen. Also ich kann jetzt die Vermessung schon durchführen, respektive ich habe sie gerade durchgeführt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das also aussieht. Wie es sich jetzt also durchbiegt, das ist die 15 Grad Auslenkung. Hier ist die Reparaturstelle, da kommt noch das Kohlefaser-Roving rum und wird noch etwas geglättet, das Ganze. Also hier ist im Augenblick noch nicht ganz fertig. Und hier haben wir bei der Sage LE 590 effektiv eine Schnurklasse 5. Und zwar im unteren Bereich der Schnurklasse 5. Tendenz zu der 4er und hat einen Powerfaktor von 4,48. Das wiederum bedeutet, ist mehr eine Medium-Aktion im unteren Bereich, also mehr zwischen langsam und medium, würde ich mal jetzt ausdrücken. Okay, damit ist mein Tag eigentlich fast schon rum. Jetzt geht's raus aus der Werkstatt, ab ins Büro, ein bisschen Bürokram erledigen noch. Ja, dieses Video schneiden logischerweise. Und wenn euch das Video jetzt mal Spaß gemacht hat und ihr sowas in der Art jetzt weiter sehen wollt, gebt mir einfach Bescheid, schreibt in die Kommentare rein. Ansonsten gibt es die Videos mal als Tipps, mal als einzelnen Auftrag, je nachdem, was halt gerade so anfällt. Aber ich denke mal, war vielleicht für den einen oder anderen interessant, wie so ein Tag bei Solitip in der Werkstatt aussieht. In diesem Sinne, bleibt mir treu, bleibt mir gesund und wenn mal wieder was sein sollte mit euren Routen, ihr wisst, wo ich zu finden bin. Tschüss!